Walter Bachmann gewinnt gegen PK von Bad Windsheim. Ja, dann holen wir halt das nach. Gegen Jutta auf die Spitzen. Das ist auch laut, kann man das nicht leiser machen? Kann man denn schon in Not sein, dass es doch nicht mehr in der Regel ist, ne? Alter. Jeder einzelne Punkt will mit viel Disziplin, Taktik und Konzentration gegen Gerald Ziegler erkämpft sein. Erich Buchner aus Dietersdorf, vor einigen Jahren noch erfolgreich, sogar bis hinauf in der deutschen Seniorenmeisterschaft. Er hadert ein bisschen mit den neuen Bällen, die ja nun auch nicht mehr so neu sind, mit den Frischklebern. Und mit allem, was das Leben sonst noch schwer macht. Otmar Luzar, JK Eintracht Nürnberg, vielfacher Teilnehmer bei Senioren-, Europa- und Weltmeisterschaften. Und natürlich im WM-Jahr 2006 für die Senioren-Weltmeisterschaft in Bremen gemeldet. Wie übrigens auch der beste Tischtennisspieler aller Zeiten, Jan-Ove Waldner aus Schweden. Doch etwas überraschend, Anna Kuriza verliert gegen Lange. Der prominenteste Teilnehmer dieser Seniorenbezirksmeisterschaften 2006, Dr. Peter von Pierer. Er war 1948 mit seinem inzwischen verstorbenen Partner Marx der erste deutsche Jugendmeister im Jugenddoppel nach dem Kriege und später sogar mehrfacher Nationalspieler für die Bundesrepublik Deutschland. Sein Bruder übrigens, den Namen kennt man auch, ist der Konzernchef der Firma Siemens. Dr. Peter von Pierer spielt hier gegen eine weitere Tischtennislegende des Bezirkes Mittelfranken aus Herzogenaurach, Emil Sommer. Thank you.
Dr. Peter von Pierer hatte übrigens auch Funktionärsposten im Bayerischen und Deutschen Tischtennisbund und sogar im Bayerischen und Deutschen Tennisbund inne. Hier ging allerdings der erste Satz an Emil Schimmer.